Ja, und eine ganz andere Aufgabe hatte die SPD diese Woche, nicht nur die Frage zu klären, wer sie denn in Zukunft und wie führen soll, sondern gesucht wird natürlich auch eine neue Bundesjustizministerin. Die Bundeskanzlerin, so war zu hören, war nicht sehr erfreut, dass das Ganze so lange gedauert hat, aber die drei Interimsvorsitzenden der SPD haben sich noch einmal Zeit genommen und beraten und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie Christine Lambrecht, die Staatssekretärin aus dem Bundesfinanzministerium, berufen werden. Und Christine Lambrecht wird also neue Justizministerin werden. Am Donnerstag früh bekommt sie die Ernennungsurkunde beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Das können Sie bei uns live erleben ab 8.30 Uhr. Und dann wird sie um 9 Uhr hier im Plenum des Deutschen Bundestages vereidigt werden. Auch das werden wir Ihnen live ins Haus servieren. Und Rolf Mützenich, der Interimsfraktionsvorsitzende der SPD, hat mit diesem für die SPD erfreulichen Aspekt, dass man jetzt jemanden gefunden hat, der dieses Amt ausübt, auch sein Statement hier vor der Fraktion heute begonnen. Es ist ja auch schön, wenn wir mit etwas wirklich Gutem in unserer Fraktion direkt beginnen, nämlich das ist Christine Lambrecht zur bevorstehenden Ernennung als Justizministerin zu gratulieren. Wir freuen uns natürlich als Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, dass aus unserer Mitte eine wirklich hervorragende und uns zugewandte Kollegin den Platz einnimmt, den Katharina Barley wirklich verantwortlich für die Sozialdemokratische Partei in den letzten Monaten und Jahren genommen hat und die auch verantwortungsvoll und Verantwortung übernommen hat, nach Europa gegangen ist. Umso mehr freuen wir uns, dass Frau Lambrecht diese Position übernimmt. Ich komme zu einer weniger guten Nachricht, und das ist keine gute Nachricht insgesamt für das politische Klima in der Bundesrepublik Deutschland. Leider sind in den vergangenen Jahren einige Menschen Opfer rechter Gewalt geworden. Das wissen Sie alle. Aber wenn es sich bewahrheiten sollte bei den abschließenden Ermittlungen, dass gegen den ehemaligen Regierungspräsidenten Lübcke ein politischer Mord von rechts unternommen worden ist, ist das für die Sozialdemokratische Partei auch ein Fanal. Weil Sie müssen wissen, wir betreten diesen Fraktionssaal an den Namen der Reichstagsabgeordneten, die damals gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, wo einige im KZ umgekommen sind. Und von daher glauben wir, dass nicht nur die Sozialdemokratische Partei, sondern die gesamte deutsche Gesellschaft auftreten muss gegen Hetze, gegen Gewalt und insbesondere eine Gewalt, die offensichtlich systematisch ausgeübt wurde. Und deswegen ist auch die Aufforderung an alle politisch Verantwortlichen, mit dazu beizutragen, dass aufgeklärt werden kann, lückenlos aufgeklärt werden kann, dass die Justiz alle die Dinge bekommt, die sie braucht. Und ich glaube, umso mehr müssen wir auch die Landesregierung in Hessen von Schwarz und Grün bitten, die 120 Jahre unter Verschluss gehaltenen NSU-Akten zu öffnen, weil nicht ausgeschlossen ist, dass hier auch systematisch möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Ich will einen dritten Punkt aufnehmen. Wir werden in dieser Woche die Grundsteuer, also die Sicherung der kommunalen Finanzen in der ersten Lesung, auch von den Fraktionen eingebracht, debattieren, was aber für uns Sozialdemokraten eine große Freude ist. Und darüber möchten wir Sie jetzt auch gleich noch mal informieren, ist, dass die Mindestausbildungsvergütung auf den Weg gebracht wird. Ein wichtiges Thema neben dem Mindestlohn, dass wir jungen Menschen die Chance geben, wenn sie ihr Leben, ihr berufliches Leben beginnen wollen, auch gerade gut ausgestattet durch eine Ausbildungsvergütung, dies auch unternehmen können. Und da wir Schwächen in den letzten Jahren immer wieder erkannt haben, ist es gut, dass der Gesetzgeber an dieser Stelle auch in Aktion tritt. Letzten Punkt, wenn Sie mir das erlauben. Ich würde Ihnen natürlich alles Gute für die Sommerpause wünschen wollen. Gute Erholung, insbesondere auch eine Möglichkeit, über viele Dinge, die politisch um uns herum auch passieren, das vielleicht auch noch näher zu beobachten. Aber ich will sagen, von Seiten der SPD-Bundestagsfraktion haben wir uns für die nächsten 8 Wochen vorgenommen, insbesondere Ihnen Themen anzubieten. Themen, die die Sozialdemokratische Partei beschäftigen und insbesondere
die Menschen in Deutschland. Und ich glaube, da haben wir im Koalitionsvertrag noch einiges vorhanden, was wir ausbauen wollen, aber insbesondere, was vielleicht auch eine Klammer für die Zukunft sein kann. Wenn wir in dieser Woche das Berufsbildungsgesetz debattieren, dann ist das ein guter Tag, weil wir nicht über berufliche Bildung nur reden, sondern echte Wertschätzung für Auszubildende schaffen werden. Die Mindestausbildungsvergütung, die wir einführen werden, wird ein echter Beitrag sein für Wertschätzung. Etwa 115.000 junge Menschen, die sich in Ausbildung befinden, werden mit diesem Gesetz mehr Geld in der Tasche haben. Wir reden über Friseure, über Fleischer, über Raumausstatter, aber auch über Schornsteinfeger, über diese Berufsgruppen. Und deswegen ist es gut, dass wir das Gesetz jetzt endlich haben. Wir haben lange darauf gewartet. Das hat den Grund darin, dass die Ministerin uns einen unbrauchbaren Vorschlag zum Beginn des Jahres gemacht hat, indem sie gesagt hat, das Schüler-BAföG soll die Mindestausbildungsvergütung sein. Das haben wir abgelehnt. Wir wollen, dass junge Menschen in Betrieb auch an tarifliche Entwicklungen angekoppelt sind. Und deswegen sind wir den Sozialpartnern sehr dankbar, dass sie mit ihrem Vorschlag eine vernünftige Mindestausbildungsvergütung tatsächlich zustande gebracht haben. Und wir wollen daran auch nicht mehr rütteln als SPD. Uns war ja, als wir in die Koalition eingetreten sind, besonders wichtig, dass junge Menschen auf ihrem Weg in die Ausbildung frei entscheiden können, dass ihre Leistung, ihr Talent zählt und dass sie nicht in Unsicherheit fallen. Deswegen haben wir in dieser Wahlperiode schon das BAföG erhöht, das wird zum 1.8. dann auch in Kraft treten und sich bei den Studierenden und bei Schülerinnen und Schülern dann auch auszahlen. Wir haben die Berufsausbildungsbeihilfe erhöht, wir haben das Schulgeld für Pflegeberufe abgeschafft. Wir machen jetzt die Mindestausbildungsvergütung und wir werden noch das Meister-BAföG anheben für alle diejenigen, die sich als Meister oder Techniker weiterqualifizieren wollen. Das heißt, wir arbeiten konsequent ab, dass junge Menschen frei entscheiden können, wie sie sich ausbilden lassen wollen, egal ob akademisch oder beruflich. Und dabei ist die Mindestausbildungsvergütung ein ganz wesentlicher Bestandteil, der eben Wertschätzung für junge Menschen sichert. Wir werden uns das Gesetz jetzt in Ruhe angucken. Die Mindestausbildungsvergütung ist gut. Wir müssen weitere Fragen lösen, beispielsweise die Berufsschulpflicht für Volljährige Auszubildende oder andere Fragen im Alltag, aber auch langfristig gucken, wie wir die Ausbildung so attraktiv machen können, dass sich mehr junge Menschen wieder dafür entscheiden, dort auch ihre Zukunft zu sehen.